Moin moin meine lieben Leute der leichten Abendunterhaltung und ich bin zurück mit einem neuen Spiel für die Nintendo Switch. So neu ist es gar nicht, allerdings habe ich für die Switch jetzt gerade entdeckt und dachte, das könnte man mal spielen. Ein Horrorspiel in 16-Bit-Optik hat ja mal was und wir hatten lange kein Horrorspiel mehr, deswegen denke ich, nehmen wir das mal mit ins Programm. Denn es wird jetzt einiges Neues kommen und wir fangen mal so einen kleinen, ja also ich glaube so ein kleines Indie-Game, damit fangen wir mal an. Gehen wir mal auf die Optionen. Sprache, da wäre schon schön, wenn es Deutsch geben würde. Deutsch! Perfekt. Lautstärke 10. Können wir ein bisschen runtergehen? Hoch. Ah, 5. Außerdem haben wir Grafiken glätten. Klar, glätten. Zugänglichkeit? Auch nicht. Steuerung? Die wird sich wohl erklären. Was sind Extras? Bezwinge deines Abenteuer. Achso, okay. Gut. Wir fangen einfach mal an. Ich bin gespannt. Hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. Wir spielen normal, ne? Ah, okay. Wahrscheinlich eine Klinik oder sowas. Nun schau mal an, wer hat sich schließlich dazu entschieden, sich uns anzuschließen? Hm, hübsche Schwester. Es wurde auch mal Zeit, dass du diese Augen öffnest. Seit 2 Tagen frage ich mich, welche Farbe sie haben. Wo bin ich? Grün, habe ich mir schon gedacht. Im allgemeinen Krankenhaus, Liebling. Mach dir keine Sorgen. Ich werde den Doktor rufen und er wird dich gleich wieder auf die Beine bekommen. Doktor? Oh, mein Kopf. Ich kann nicht. Klar, Glatze und Bart, typischer Doktor. Aha, der junge Mann lebt. Wie ist der Kopf? Es tut weh und verwirrt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum bin ich hier? Es liegt nicht an mir, das zu sagen. Polizeiinspektor Davold wird es erklären. Er ist schon auf dem Weg. Oh, da kommt Bud Spencer. In seiner Melone. Mr. Fawcett, guten Tag. Guten Morgen, bitte, Inspektor. Nennen Sie mich Jules. Mr. Fawcett, ich bin Polizeiinspektor Marcel Davold. Ich bin verantwortlich für Ihren Fall. Das klingt ja ominös. Ich schildere Ihnen nur die Fakten. Nun erinnern Sie sich an irgendetwas von dem, was sich geeignet hat? Irgendwelche Einzelheiten, warum Sie hier sind? Es tut mir leid, es ist alles so. Laut den Ermittlern wurden sie, ihre Schwester und ihre Freunde alle auf Neville's Island gefunden. Ja, ich... Verdammt! Bevor ich weitere Informationen aus unseren Quellen gebe, möchte ich, dass sie sich erinnern. Woran können sie sich erinnern? Jeder Einzelheit ist von Nutzen. Ich kann nicht, ich wünschte, da wäre was. Ich bin immer noch verwirrt und ich habe das Gefühl, als würde ich mein Gedächtnis wie eine Orange zusammenpressen, aber es kommt dabei nichts raus. Oh, dann sollten Sie vielleicht stattdessen versuchen, sie zu schälen, Herr Fawcett. Es ist wichtig, dass Sie versuchen, sich zu erinnern. Ja, Sie haben recht. Vielleicht muss ich einen anderen Ansatz ausprobieren. Jetzt gibt's wahrscheinlich eine Rückblende oder sowas. Ups.
altes Herrenhaus. Liebe so etwas. Eins der besten Spiele fing so an, Resident Evil 1. Was für eine Zeitverschwendung. Ich weiß nicht mal, warum wir hier sind. Komm schon, warst du nicht einmal im geringsten neugierig? Boah, neugierig? Ja, und jetzt enttäuscht. Naja, du weißt, was uns gebracht hat. Jules, ich glaube nicht an den Unsinn seiner Schwester Tristan. Aber ich muss doch sagen, dass es schon eine fesselnde Geschichte war. Komm schon, die Sonne geht unter und das Wetter schlägt um. Lass uns diese dämlichen Felsen verlassen. Da stimme ich dir komplett zu, Bryce. Es ist niemals eine gute Idee, nachts auf einen tosenden See zu segeln. Kätzchen, was ein Hund. Ein Kätzchen, ne? Was, Jules? Ehrlich, es ist schon in Ordnung, Jules. Das sagst du immer wieder, aber... Es tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Du weißt, wie meine Schwester manchmal ist. Jules, du solltest nicht so streng mit dir sein. Und außerdem haben wir zumindest eine wunderschöne Bootsfahrt gemacht. Ich nehme an, du hast recht, Dion. Wir sollten gehen. Ich mag nicht, wie diese Wolken aussehen. Warte. Was? Etwas ist seltsam. Felice ist noch drin. Ich dachte, sie wäre direkt hinter mir. Mach dir keine Sorgen. Sie ist wahrscheinlich noch dabei, ihre Sachen zu sammeln. Du solltest zurückgehen und nach ihr schauen. Ich spüre etwas. Ich werde mit Bryce und Tristan am Pier warten und ihnen sagen, dass du auf dem Weg bist. Okay, was auch immer du sagst, Kapitän. Ha! Beeil dich, okay? Lass uns gehen, Rory. Komm her, mein Junge. Ach, ein Hund ist das, okay. Ja, wäre auch komisch, mit einer Katze spazieren zu gehen. Oh, es gibt Menschen, die machen das. Wo ist er denn bei? Hey Felice, warte! Wo gehst du hin? Alle warten auf uns am Pier, es wird dunkel und... Felice! Oh. Was war das? Was war das? Geist? Oh oh. Oh, er wacht schon wieder auf. Was ist passiert? Es ist dunkel. Verdammt, es ist schon Nacht. Ich muss für eine Weile weggetreten sein. Felice, ich muss sie finden. Gab es nicht eine alchemistische Lampe auf dem Boot? Ich sollte zurück zum Pier gehen. Oder? Wo kann man, glaube ich, speichern oder was? Da, weiß ich schon wieder. Okay, wir gehen mal zum Pier zurück. Ist auch wirklich sehr dunkel. So. Rory. Ich frage mich, was Dions Katze hier macht. Das ist doch eine Katze. Rory, was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Hm. Wollen wir mit dir reden? Hm, nee, machen wir gleich hier. Okay. Gehen wir mal zum Pier. Ah, kann auch laufen. Okay. Also, wo der Pier ist, ne? Oh, stehen wir eigentlich oben irgendwo, ne? Was? Okay, Stein. Sind wir hier? Ja, wo der Pier ist. Da ist eine Karte. Ah, da kommt der Inventar. Okay. Hm. Also hier ist kein Pier. Man muss also in die andere Richtung gehen, ne? Laufen wir nochmal in die andere Richtung. Komm, jump. Du schaffst es. Er atmet schwer, ne? Der wird müde in seinen Augen. Ach, guck mal, da ist das Boot. Aber die anderen sind auch nicht hier. Was? Sehr merkwürdig. Ich kann meine Freundin nirgendwo sehen. Ich frage mich, wo sie wohl stecken. Du hast bekommen. Alchemistische Lampe. Und die vielleicht ausrüsten? Yes. Okay. Ab zum Haus. Da geht's wieder hoch.
Katze wohl noch da? Oder ist sie auch schon abgehauen? Schisser Katze. Weg, die ist tatsächlich weg. Gehen wir mal rein. So, ist auch ein bisschen Licht. Scheinbar gibt es nichts Nützliches hier. Wir speichern nochmal hier. Aus dem einfachen Grund, dass wir schon da sind. Eine riesige Moava-Statue. Die alten Seefahrer verehren solche Fabelwesen auch hierzulande noch immer. Woran das wohl liegt? Meine gewöhnliche Öllampe. Sie scheint kaputt zu sein. Wir gehen mal rein. Eine imposante sakrale Skulptur aus Stein, gezeichnet durch Verfall und Vernachlässigung. Sie ist schwer beschädigt. Ein in den Sockel geschnitztes Loch. Können wir wahrscheinlich nichts machen. Da komme ich durch, okay. Da gehört bestimmt was rein. Hier nach oben. Das ist eine Kiste oder was ist das? Ich kann hier nichts Nützliches entdecken. Ich versichere Ihnen, dass Sie nie wieder passieren werden. Mein Sohn wird das Haus nie wieder betreten, wie Sie ihn ermahnt haben. Und er wird die Lebensmittellieferung jeden Dienstag am Steg zurücklassen. Ich flehe Sie an, uns zu erlauben, Ihre Lieferung weiterhin vorzunehmen und hoffe und bete, dass Sie abermals die Güte haben werden, uns zu vertrauen. Hochachtungsvoll, Herr Fabio Labosser. Okay. Gehen wir das Haus hier? Warte, ich sag noch was. Was ist das denn? Alte und vergessen geratene Dinge, die mit Staub bedeckt sind. Nichts Nützliches. Oh, da ist Blut. Diese Treppe muss zu einer tieferen Ebene führen. Dieser Einsturz blockiert aber den Weg. Erschlossen. Neben dem Schlüsselloch erscheint eine Gravur des Wortes Maestro. Oder Maestro. Hier, Schlüssel. Oh. Meereskreaturen, eine ganze Reihe verschiedener Arten, sind mit Wasserfarben gemalt. Muss ich nochmal an? Da muss schon was Nützliches sein. Das sind auf jeden Fall die römischen Zahlen und Meerestiere. Eventuell ein Rätselhinweis. Der Mond wirft sein spöttisches Licht auf mich. Es ist spät, kalt und trist. Auch zu. Neben dem Schlüsselloch erscheint eine Gravur Mestro. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, wo Mestro draufsteht. So viel schon mal sicher. Ich komme auch durch. Zerfetzte Schaufensterpuppen aus Holz? Ein riesiger Babykopf aus Holz. Er hat keine Augen. Die schaurige Profile sich eines menschlichen Skeletts. Die Frau auf dem Bild sieht dünn und abgemagert aus. Was ist hier drüben? Das Porträt eines sauer aussehenden älteren Mannes. Ich frage mich, warum er so mürrisch ist. Liegt ein Bein. Eine weibliche Schaufensterpuppe. Fast in menschlicher Größe. Sie sieht beinahe lebendig aus. Hier auch. Diese bückt sich und ich kann ihr Gesicht nicht sehen, wenn sie überhaupt eins hat. Eine große, unvolle Hand zeigt nach rechts. Ein junges Mädchen spielt mit ihrem Ball. Das Bild wirkt total realistisch. Ein Gemälde irgendeiner Kreatur. Ist das eine Ratte? Diese Leinwand ist leer. Nein, Moment. Tatsächlich hat wohl jemand eine dicke Schicht Weiß auf etwas darunterliegendes aufgetragen. Diese Figur ist aus Holz geschnitzt. Eine große Hand zeigt nach rechts. Okay. Können wir nicht so viel machen hier. Gehen wir raus. Hier oben. Nach oben und kann auch hier reingehen noch mal kurz. Hier ist so. Von der anderen Seite zugesperrt. Gehen wir nach oben. Ein Buch. Schmuck und Kleinkram, nichts Besonderes. Sieht aus wie ein Kopf aus verchromtem Metall. Sechs Arme und ein klaffendes Maul. Diese Statue hat etwas Exotisches und Fremdartiges an sich. Ist das ein Knopf auf dem Sockel? Drücken wir mal drauf. Bestimmte Reihenfolge, die ich merken muss. Links. Oben. Nee, gerade eben war es anders. Okay, fängt immer wieder anders an. Gut. Fenster hier los. War das der Wind? Man weiß es nicht. Ist ja nie auf dem Bild drauf. Links. Schrott, alt, kaputt. Da kann man nicht durch.
Ein menschlicher Kopf aus Bronze, seine Augen starren mich an. Eine klassische Flaschenpost, nett. Lässt sich nicht öffnen. Oh, vielleicht von oben gleich. Mal gucken. Ein Kinderwagen. Eine Puppe in einem Kinderwagen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ja, noch Babygeräusche. Im Inneren sehe ich ein Wappen. Es scheint ein Sockel befestigt zu sein. Außerdem sind da zwei Knöpfe. Ich frage mich, wofür die gut sind. Gar nichts anscheinend. Ein älteres Ölgemälde, dessen Farben verblasst sind, wie bei allen anderen in dieser Villa. Warte mal. Das könnte aber so sein, ne? Klein, groß, klein, groß, klein, groß. Also. Klein, groß, klein, groß, klein, groß. Vielleicht hat das was. Es stellt eine Epoche der Vergangenheit der Bar. Bunt gemischte Leute kommen drin vor. Vielleicht kann man das ja hier benutzen. Indem man. Oh, das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Ja. Klein, groß, klein, groß, klein, groß. Ah, das Wappen löst sich von seiner Verankerung. Okay, war doch nicht so verkehrt. Jetzt können wir es nehmen. Yes! Das glaube ich passt unten rein, im Eingangsbereich. Ne? Oh! Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Und noch eine Kopfverletzung. Ah. Wow, ich habe Glück, dass ich mir nichts gebrochen habe. Na toll, aber die Lampe, habe ich die Lampe noch? Ja, okay. Mann. Eine große lebensechte weibliche Puppe, oder ist es eine Schaufensterpuppe? Auf dem Kopf hat sie eine Art roten Anstrich. Irgendwas stimmt hier nicht. Wer ist sie denn hier? Felice! Schläfst du? Ich muss sie aufwecken und hier rausholen. Felice! Felice, wach auf, bitte. Jules, du bist es. Wow, warst du? Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht. Komm schon, wir müssen hier raus, bevor... Raus hier? Nein, das werde ich nicht tun. Das will ich nicht. Viviette, wir sind jetzt Freunde. Ich möchte hier bei ihr bleiben. Viviette? Siehst du sie nicht? Du redest von der Puppe da drüben. Was? Nein, nicht du auch. Wie kannst du es wagen? Felice, es tut mir leid, ich wusste nicht. Sie versteht mich. Sie ist nett. Im Gegensatz zu deinen Freunden, sie glaubt mir. Wir haben Tee getrunken. Ich habe ihn selbst angerichtet. Nur wir zwei. Ja, Jules, ich habe dir auch etwas aufgehoben. Ich. Es ist unhöflich, nicht zu trinken. Du wirst sie verärgern. Okay. Aber danach denke ich, dass es Zeit wird, sich von deinem neuen Freund zu verabschieden und für uns nach Hause zu gehen. Okay, Felice? Oh. Oh, was ist das? Schmeckt es dir? Ist das aus mehreren Tees und anderen Kräutern gemacht? Viviette brachte mir das Rezept bei. Oh. Na toll. Er ist immer nur am Umfallen und K.O. fallen. Oh nein, Viviette ist noch da? Oh. Mir ist schwindelig. Der Tee, idiotisch. Das war idiotisch, Jules. Na gut. Ach, Mann. Eine alte Standuhr. Aus massiver Eiche. Sieht aus, als hätte sie seit Jahren nicht mehr geläutet. Die Uhrzeiger sind noch recht leichtgängig. Nichts. Okay, wir müssen die Uhrzeit natürlich wissen. Wissen wir jetzt ja nicht. Nichts. Okay, da müssen wir wahrscheinlich erstmal Hinweis finden. Das wüsste ich jetzt noch nicht, wie es gemacht wird. Ein großer Schminkspiegel. Hier gibt es nichts zu sehen. Was ist denn hier los? Eine große lebensechte Waffe. Ein Koffer zerrt. Ist gerade abgegangen da unten, oder nicht? Geht hier ab in dem Haus. Okay, wir gehen immer nach oben. Nee. Wir gehen jetzt mal runter und setzen das Emblem ein, würde ich sagen. Weil hier im Eingangsbereich, guck mal. Haben wir ja. Müsste doch da reinpassen.
Schlüssel. Das ist der Schlüssel mit Maestro. Genau, jetzt können wir endlich hier an den Türen aufmachen. Ah, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.